Hallöchen Freunde, was geht? Willkommen zurück, ja, hier bei einer neuen Folge von Call of Duty WW2. Ja Leute, es kam jetzt ein paar Tage kein Video, tut mir sehr leid, ja, das lag daran, weil ich im Moment für eine Klausur am Lernen bin, die wir jetzt demnächst noch vor den Ferien schreiben. Deswegen konnte ich jetzt leider 4 Tage mal kein Video machen, weil ich jetzt die ganze Zeit gelernt hatte und... Ja, ich hoffe, es war okay. Jetzt kommt wieder eine Folge Call of Duty WW2 hier am Freitag, ja. Ja, Leute, wir hatten ja in der letzten Folge die Festung erobert und ich würde einfach sagen, wir machen heute die Mission SOE. Seit einem Monat kesseln wir die letzten Krautfresser auf dem Weg nach Paris immer mehr ein. Aber sie werden sich sicher wehren wie ein wildes Tier in der Falle. Ja, was das jetzt abgekürzt heißt, SOE, weiß ich nicht, da müsste ich gucken. Vielleicht steht es im Videotitel dann drin als Missionsname, beziehungsweise als Videoname. Aber wir sind anscheinend jetzt auf dem Weg nach Paris, wird ja auch mal Zeit. Ja, los geht's. Mission starten. Auf Soldat, wie immer. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir zu allem bereit sein. Selbst Teamarbeit mit dem SOE, den britischen Sondereinheiten. Es wird ein großes Ding. Muss wohl. Davis ist hier. Wir haben Informationen vom Widerstand über einen Zug der Deutschen mit V2-Raketen für einen Angriff auf Paris. Er macht Halt bei Argentan. Das gibt uns gerade genug Zeit, um unser Team in Stellung zu bringen. Wir müssen ihn stoppen. Nach Ihrer Leistung in Marigny können Sie nun zeigen, dass das kein Anfängerglück war. Danke, Sir, aber das ist ein Job für mehr als ein Platoon. Deshalb kriegen Sie Unterstützung vom SOE. Ah, das ist anscheinend so eine Spezialeinheit. Vom Militär. Da war schon jemand fleißig. Keine Sorge, Lieutenant. Es ist noch genug für Sie da. Die Agenten Vivian und Crowley leiten die Operation. Sie helfen dem Widerstand schon seit Monaten und kennen das Gebiet. Folgen Sie ihnen. Waren Sie das in Marigny? Beeindruckend. Na, das war nicht nur ich allein. Man tut, was man kann. Und das ziemlich gut, aber das war nur der Anfang. Hier, das ist kein gewöhnlicher deutscher Versorgungszug. Das ist eine rollende Festung. Unser Kontakt beim Widerstand Rousseau wird uns so gut wie möglich beistehen. Aber Angriffe auf Ihr Netzwerk könnten dies verhindern. Das Schicksal von Paris liegt in Ihren Händen. Oh. Ja, anscheinend müssen wir jetzt diesen Zug angreifen. Und es leckt schon wieder, beziehungsweise bei mir im Spiel. Du bist so eine alte Romantikerin. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht an der Grafikkarte, ich weiß es nicht. Ob die irgendwie kaputt geht oder zu alt ist, keine Ahnung. Hey, das muss man den Deutschen einfach lassen. Genau nach Plan. Der größte Zug meines Lebens. Und die dickste Panzerung. Ist ein Panzerzug. Die Reichweite der V2 liegt bei 200 Meilen. Mehr als die Strecke nach Paris. Wir können nicht zulassen, dass sie startet. Da vorne bewegt sich was. Okay, Vivian und ich schalten sie aus. Turner, das ist ihr Zeichen vorzurücken. Denn jetzt, nach ihrer und Sassmans Einlage in Marigny, ist Feuerunterstützung ihr Job. Atmarsch, okay, los geht's. Ja, bevor es losgeht, gucke ich mal nochmal kurz die Einstellungen, tut mir leid. Erweitert. Okay, wir stehen immer noch auf hoch, wie das letzte Mal. Nativ. Mach schon wieder hier das. So. Es hakelt so komisch. Nutzen Sie das Messer, Daniels. Gut gemacht, Daniels. Was war das jetzt? Ach, jetzt soll das Messer benutzen. Scheiße. Naja, gut, kämpfen wir uns jetzt hier mal durch. Oder wir lassen uns einfach abknallen. Vielleicht ist das auch besser. Nee, nee. Hol ich lieber das. Jetzt kommen sie hier alle. Alter, das hakt so irgendwie. Keine Ahnung, woran das liegt. Das hatten wir in der letzten Folge ja auch. Boah. Ja, voll durch die Scheibe ballern. Ui. Nein, 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 nein.
Wie könnt ihr noch leben? Ich habe euch bald ein ganzes Magazin hier verpasst. Wie Multiplayer, da sind Spieler, die verpassen, die halten ein ganzes Magazin aus manchmal. Boah, scheiße. Nee. Am besten lassen wir uns einfach abknallen gleich. Komm, lad schneller nach. Ja gut, Leute, machen wir nochmal von vorne. Das war jetzt scheiße. Ein scheiß Anfang war das jetzt. Gutes Messer ist F. Nee, C. Gut. So, und jetzt leck mal nicht da rum, ey. Meine Fresse. Jetzt soll wohl mit dem Spiel fertig kommen hier. Genau. Gut gemacht, Daniels. Und jetzt den Offizier. Auf ihr Zeichen. Den Offizier ausschalten. Ah, okay, wir müssen also ruhig bleiben hier. Und wirklich sorry, wenn es dort laggen, Leute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kann nichts dran ändern, weil ich kann die Grafik nicht noch niedriger stellen. Wir haben ja nur die halbe Grafikkarte belegt, so gesagt. Kann irgendwie nicht sein, da hier das. Fuck. Die sehen uns. Was machen wir denn da jetzt? Ich geh mal hier lang. Und der geht und kommt nicht von der Stelle. Das ist ja auch so ein Helden wieder. Du siehst mich nicht. Oh, hier ist eine Frau erschossen worden. Ja, okay, wir gehen jetzt mal hier ganz unauffällig durch das Gebäude. Rücken wir ein bisschen vor. Okay, da ist die Vivian. Wen haben wir hier? Was? Ah, Zugriff. Psst, wir gehen mal ganz leise. Ganz leise. Hallo! Überraschung. Vorsicht, langsam vor. Boah, Alter, hakt das hier gerade. Ich hoffe, im Video sieht man es nicht, was ja meistens der Fall ist. Und jetzt auch durchschleichen, oder wie? Okay, schleichen wir uns mal hier durch. Durch den Graben. Ich hoffe, da ist nie. Oh, hier liegt schon einer. Okay, wir werden es ja hinkriegen. Hallöchen. Hallo. Na ja, toll, hier geht es jetzt nicht weiter. Das machen die extra. Kann man das Auto? Ja, kann man. Und ist gerade so ruhig. Ne? Und jetzt geht's mit dem Lecken. Keine Ahnung wirklich, woran das liegt. Boah, gar keinen Bock jetzt aufzufliegen. Ist ja alleine. Ich glaube schon. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier ein bisschen spazieren. Im Liegen. Ja. Das sieht man ja auch selten, dass man so im Liegen mal spazieren geht. Was machst du denn da? Am Feuer. Ah, hier geht's durch. Hi. Was? Oh, die haben sie jetzt entdeckt, oder wie? Psch, die sind ganz leise, Leute. Ich muss mal gerade was gucken. Das sieht gerade aus, als wäre die Umgebungsverdeckung aus. Ich stelle die mal auf. Hoch. Gibt's, ich glaube, das ist hier wieder
alles wieder umgestellt. So. Naja, sieht schon ein bisschen besser jetzt aus. Durch die Shadow. Weil die Shadow haben wir jetzt nicht so auf Ultra stehen. Weil die Schatten, die fressen auch viel Performance manchmal bei den Spielen. Und wer ist denn das? Ist das ein Feind? Sieht so aus. Und wir haben es gleich geschafft. Hallöchen. Kleiner Feind. Ob der uns in einem Gebüsch sieht? Ich hoffe mal nicht. Wegen uns mal ganz leise fort. Warum rede ich eigentlich leise? Die können mich doch eh nicht hören, wenn ich hier rede. Naja. Bringt ein bisschen Atmosphäre mit rein. Ah, hier geht's rein. Wie? Da kommt schon gleich einer. Mhm. Nur da ist ein Feind. Sollen wir es wagen? Kann man irgendwie speichern? Ich glaube, das geht nicht. Das ging nur... Nee, oder muss so irgendwie gehen. Kontrollpunkt. Werfen der Einladung. Nee. Gut, hier ist niemand. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber. Bringt, wünscht mir viel Glück. Attackieren wir den jetzt mal. Komm mal her. Du kleiner Kumpel. So. Es ist so still hier. Uiuiui. Ach, der hat schon. Okay. Fuck. Wir wurden entdeckt. Gut, jetzt habe ich's. Jetzt war ich's aber diesmal nicht. Es darf mir keiner die Schuld geben. Halten Sie den Zug auf. Ja, wie denn? Ich stehe gerade unter Vollbeschuss hier. Ihr seid gut. Ihr seid wirklich gut. Scheiß Hund. Nein. Was? Was ist jetzt passiert? Hey. Was war das denn jetzt? Wieder die Köter gleich hier. Die Kriegsköter kommen jetzt gleich. Feinde Stahlmauer. Okay. Ne, Steinmauer. Ja. F. Ja, ich sterbe gleich. Ja, ich sterbe gleich. Ja, wie denn? Wie soll er jetzt durchhalten? Hallo, ich sterbe gleich. Halleluja. Oh weh. Ich dachte, ich wäre außer Schussfeld der Granate, außer dem Feld der Granate. Ja, komm, machen wir es nochmal. Oh, Granate, komm. Pisst euch alle mal schön hier. Jetzt kommen wir. Sag mal, du Scheißvieh, komm. Mensch. Lassen die hier schon die Hunde los. Das ist ja auch wieder... Sehr schön. Es ist immer noch Zeit. Wie wieder keiner... Wie wieder ich alles alleine machen muss. Boah. Hart. Und schon wieder. Hier wieder der gleich der Hund. Am besten lassen sie Katzen los, weil die machen nicht so viel Schaden. So und gleich abgeknallt. Komm! So. So, hoffentlich haben die jetzt keine Kampfhunde mehr. Boah, Mann, da ist wieder so einer, wo richtig... Alter! Ach, da hinten ist der Spasti. Guck mal da, wo die herkommen alle. So. Was ein Typ. Kommt der noch von hinten hier? Die alte Sau. Kommt die noch von hinten? Ne? N. Ah.
schnell rüber! Hier, für dich! Ich hab keine Muni mehr. Hallo. Mensch, auf Munition. Aber jetzt suchst du schon lange weg. Wie lang ist der? Ja, schau mal, Verband hier. Komm. So. Gut, wir rücken mal vor. Hua. Na, komm. Oh fuck. Laufen die gerade durch diesen Feind dadurch? Habt ihr das gesehen? Lol, okay, hab ich auch noch nicht gesehen. Wir haben es gerade gesehen. Und wieder eine Fahrstunde mit dem lieben Sashi. Jawoll. Wie kann man es denn anders? Oh weh. Muss jetzt lang. Schau einfach mal hier weiter. Ui. Siehst du ihn? Oh weh. Stein. 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 Nein. Ich arbeite dran. Ja. Ja, ich fahr schon so schnell ich kann. Ja, hier liegen überall Steine im Weg. Das ist schon ein bisschen schwierig. Wie wär's mit jetzt? Nimm das Steuer! Hui. Feuer frei! Ach, wie sie alle aus dem Zug gekrochen kommen. Na, wie war die Fahrt? Hallo? Achso, überhitzt. Fuck. Okay, wir wollen ja einzeln schießen. Dass wir Muni sparen. Beziehungsweise, dass wir nicht überhitzen hier. So hatten wir es ja in der letzten Folge, glaube ich, gesagt. Oder vorletzten. Wir müssen zum Vorderteil des Zugs. Weiter feuern! Oh, kam gerade auf Escape, sorry. So, weiter feuern hier. Und haben die keine Glasfenster? Ah, ja, kalt im Winter hier. Alter, wie viel sind denn da drauf? Ah, das explodiert. Geil. Als ob die jetzt da drauf stehen geblieben sind. So eine Explosion. Hui. Geh. Und werfen. Genau. Scheiße! Oh weh. Scheiße! Leertaste und springen! Boah. Ja, und da haben wir erfolgreich den Zug, ja, entgleist. Boah, Alter. Was eine geile Mission. Oh, wenn der auf dich fällt, da ist auch nicht mehr viel übrig. Boah. Kontrollpunkt erreicht. Ich
Scheiße! Ist das echt passiert? Wir haben es geschafft! Das war für die Ewigkeit. Ich hoffe, Stiles hatte die Kamera. Vielleicht lässt Pearson uns für 5 Minuten in Ruhe. Achtung! Folgen Sie mir. Ich bringe Sie zu Ihrem Platoon. Tut mir leid. Wer zur Hölle sind Sie? Eine Freundin. Schnell jetzt. Ja, dann folgen wir mal der Frau Fragezeichen. Die ohne Namen. Oh, jetzt sieht's gut aus. Komm. Sind hier immer noch welche hier? Naja. Und was ich auch noch sagen wollte, ja, ist, dass sehr wahrscheinlich dieses Video auch ein Intro haben wird. Ich habe wieder mein altes Intro rausgekramt, das ich vorhatte, mal wieder vor meine Videos zu schalten. Wie lange das anhält, keine Ahnung. Bis ich es mal vergesse oder so, weil, ja, man kann es ja mal vergessen dann. Kann ja mal passieren. Und ja, Leute, es kann sein, dass jetzt ein Intro da ist, wenn es geklappt hat mit dem Schnittprogramm. Wenn nicht, ist keins da, ja. Seht ihr ja, wenn ihr das Video geguckt habt, beziehungsweise wenn ihr das Video anklickt. Nur schade, dass ich jetzt erst gesagt habe. Gegen Ende des Videos. Werf eine Granate! Fragezeichen. Was ein Name. So will ich auch heißen. Ich will jetzt Ausrufezeichen heißen. Dann könnten wir gleich heiraten hier. Fragezeichen, Ausrufezeichen, heiraten dann gleich. Yo, komm. Fragezeichen, mach mal was hier. Sonst schicke ich zu den... Oh, zu den drei Fragezeichen schicke ich dich dann. Weil du eh nichts drauf hast. Und nochmal von vorne. Wie schön ist das denn? Ich freue mich. Ich gehe am besten mal zum alten Zussmann gleich und lass mir mal wieder hier ein bisschen Medi geben. Komm. Boah, hauen die rein, ey. Oh. Weggeballert. Voll rein hier. Komm, lad nach. Wir machen mal den Schalldämpfer ab, dann knallt's mehr. Wir wollen ja hier scheppern. So, wieder ein Medi holen. Ja. So. Komm. Was ist denn das jetzt gerade gewesen? Ist er gerade gestorben, ohne dass ich ihn... Naja, egal. Hier kommen sie jetzt wieder. Der feine Granate! Oh, hab ich gegen Zug geworfen. Schön. Das hast du toll gemacht, Sashi. Komm, oben drüber. Genau. War sogar eingetroffen. Ach, der war das, wo uns da abgeknallt hat mit der MG. Als ob die jetzt hier einen MG-Stand aufgebaut haben, wo der Zug entgleist ist. Ja, oh weh, oh weh. Das MG, das ist schon, ja, stark. Dann ist da ein Nest da hinten. Müssen wir gleich mal gucken, ob da ein Nest ist. Boah, nee, jetzt habe ich keine Muni mehr, oder was? Scheiße, ich hasse dieses Gewehr. Ich hasse dieses Gewehr. Schnell! Bevor wir wieder abgeknallt sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, die ballern nur meine Verbündeten. Die machen gar nichts. Komm. Genau. Komm, ich brauche wieder Medi. Danke. Oh, du edler Retter in der Not. Der liebe Zussmann. So, muss er gleich die Aufnahme wieder beenden.
beide gleich Essen gibt hier. Im Hause Sashi gibt's gleich Essen. Yo! Hunde! MG. Oh, geil. Ein MG. Ja, mit 339 Schuss und 45 Schuss in der Wumme. Wie geil. Hallöchen. Bin wieder da. So. Diese Männer gehören wohl zu Ihnen. Ah, das wäre dann Rousseau. Sie gehört zu Marquis, französische Résistance. Sie hat den Deutschen abgeknallt, der uns tötet. Eine Résistance? Ist es denn wirklich so schwer, sie erst zu verhören? So viele Umstände wären die doch nicht wert. Ich dachte, sie wären tot. Aber der Zug fährt nicht mehr. Das Ziel war, den Zug zu stoppen, nicht zu zerstören. Ja, tut mir leid, dass nicht alles nach Plan verlaufen ist, aber sehen wir es so. Wir haben soeben jeden verdammten deutschen Außenposten hier alarmiert. Also sollten wir weiter. Und zwar schnell. Zuerst beenden wir die Mission. Ist es nicht so, Major? Wir brauchen Hilfe beim Sicherheits- Keine Ahnung wie, aber Sass und ich haben das Zugunglück überlebt und uns dann mit einer taffen Französin getroffen. Sie heißt Rousseau. Sie gehört zur Resistance und du wirst es nicht glauben. Aber wir mussten für sie das Wrack nach Papieren durchsuchen. Sie braucht sie für eine Mission in Paris. Und für uns hatte sie auch einen Job. Errungenschaft freigeschaltet. Sprengung Endstation. Des Zugs hat Paris ja. Zeit verschafft. Die Resistance will mit den Dokumenten, die wir geborgen haben, eine Nazi-Festung in der Stadt infiltrieren. Ich bin dabei. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, wie es hier steht, werden wir die Resistance-Dokumente, hier die Nazi-Festung in der Stadt infiltrieren. Und ja, dann sind wir ja auch dabei, wie wir hier, wie der liebe... Ich weiß gar nicht mehr, wie wir heißen. Ich sag einfach mal, wie wir jetzt schon gesagt haben. Sind wir ja dabei in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge Call of Duty dann wieder trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt doch wie immer einen Daumen nach oben. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.